Wir sind hier in Zriet-Tobel, da ist Wald Ossenrode. Wir machen hier alle Wasserleitungen neu. Dann zum Beispiel die Stehmauern und eine Betonmauer. Und alle Schächten neu und dann schlussendlich auch der Belag. Und die Fundationsschicht wird alles neu. Ich bin der Simon, bin 18, bin im zweiten Lehrjahr als Strassenbauer. Und heute zeige ich euch, wie es auf dieser Baustelle läuft. Zu meinem Baustellenteam gehören die zwei Josés, den Nihat, und die sind alle drei Facharbeiter. Der Markus ist Backenführer, der Patrick ist unser Polier, der Remo ist unser LKW-Chauffeur und der Albert mein Lehrlingsbetreuer und unser Bauführer. Der Bauführer ist eigentlich zuständig für den ganzen Ablauf von einer Baustelle. Das heisst, es fängt an bei der Offerte, also bei der Akquisition. Da geht man offerieren für eine Arbeit. Dann, wenn man den Auftrag hat, tut man den Auftrag ausführen, die Arbeit ausführen. Dann ist die ganze Organisation Personal, Maschinen, Material. Das ist zum Teil dann voraus schon, bevor die Baustelle angefangen hat. Dann tut man sie begleiten während der Bauphase, während der Bauzeit. Da tut man mit dem Polier und mit dem Baustellenpersonal ständig im Kontakt, tut gewisse Sachen miteinander anschauen, besprechen, technische Sachen, auch vom Ablauf her. Und am Schluss, wenn eigentlich die Baustelle schon wieder fertig ist, wenn sie ausgeführt ist, ist die Aufgabe vom Bauführer noch, die ganze Baustelle abzurechnen und natürlich die finanzielle Seite auch abzuschliessen. Als ich angefangen habe, war es für mich eine keine Umstellung, weil mit Buri daheim und dann hat man den auch jeden Tag, hat man den Abend. Dann ist man sich da gewöhnt. Der Lernende soll natürlich in erster Linie mal da lernen, wo er im Sinn hat. Also der Beruf Strassenbauer jetzt bei uns, oder? Grundsätzlich sollte man ihn schon ein bisschen einsetzen und betreuen auch und ausbilden. Man tut ihm das Zeug erklären, lässt ihn machen, tut es kontrollieren und korrigieren. Und er soll nicht eine Hilfskraft sein, oder? Eigentlich ist der Lernende bei uns also gut im Team integriert und ich denke, da wird er am meisten Noten so sein. Dann schaut man natürlich, dass man das Lernende, der im dritten Jahr ist, dass man dann vielleicht schon mal selber mit einem Mann etwas machen lässt und dass dann der Baustellenchef ist, der Lernende. Mit allem muss man auch einen Rapport schreiben, man muss rapportieren und ein bisschen organisieren. Mit dem Bauführer zusammen dann natürlich. Da schaut man eigentlich schon, dass man es dann ein bisschen fördern tut und fordern tut auch. Ja. Das ist das Ziel eigentlich von der Ausbildung. Ja. Wenn man hier Strassenbauer sieht, dann fahren viele Autos einfach vorbei und denken, was mache ich die so lange hier? Manchmal ist man vielleicht zwei Jahre an dieser Baustelle dran und die denken dann immer, was haben die so lange hier? Und da ist halt ganz viel in den Händen. Man muss sie einmal planen, dann hat man einen Auftrag von irgendeinem Bauherr, dann kommt es zur Ausführung. In der Planungsphase da kann man über ein paar Wochen bis zu ein paar Jahren gehen. Je nachdem, wenn man dann noch Einsprachen bereinigen tut und behandeln muss von Anwohnern, von Umweltverbänden und so. Wenn es dann bewilligt ist, das Projekt, dann kommt es zur Ausführung. Die Ausführung ist eigentlich der kürzeste Teil normalerweise von einer Bauphase. Vorher und nachher ist es eigentlich immer viel länger. Ja, eigentlich kein Abend, wo mir also am besten gefällt. Ich gehe einfach auf die Baustelle und ich weiss, dass ich viele verschiedene Sachen am gleichen Tag machen kann. Und dann gibt es da unheimlich eine schöne Abwechslung. Und am Abend kann man viel erzählen und man weiss, dass man viel gemacht hat. Am liebsten gehe ich auch ab und zu auf den Backen. Die Backerin sieht einfach aus, aber man muss auch präzise umgehen mit dieser Maschine, dass es am Schluss ein gutes Ergebnis gibt. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr, ich komme ins dritte. Und nach der Lehre schön wär's zum Maschinist werden, aber schauen, was sich ergibt. Auf dem Bau haben wir natürlich gute Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn man die Grundausbildung gemacht hat, dann fängt es eigentlich erst an. Dann hat man das Fundament gemacht und nachher kann man sich weiterbilden. Der klassische Werdegang ist vielleicht vom Strassenbauer zum Vorarbeiter, dann vom Vorarbeiter zum Polier. Vom Polier macht man in der Regel den Bauführer. Kann man auch den Baumeister machen. Und von diesen weg kann man natürlich sich in alle Richtungen vorwärts entwickeln. Man kann als Bauführer, Baumeister, man kann sogar selber einen Unternehmer führen. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Wenn auch du bereit bist für eine Karriere auf dem Bau, dann informiere dich doch bei www.bauberufe.ch.